Hallo und willkommen zur Fortsetzung unserer Message-Queuing-Diskussion. In diesem Video möchte ich mit Ihnen gerne ein paar Fallbeispiele besprechen. Die ersten drei werden wir nur sehr kurz machen und uns dann auf ActiveMQ und RabbitMQ als populäre Open-Source-Modelle konzentrieren. Das erste ist einfach nur eine kleine Erinnerung. Wir haben Message-Queuing schon mal in der Vorlesung KMS bzw. SSSP besprochen. Das ist in Unix tatsächlich direkt eingebaut. Sowohl System 5, POSIX haben entsprechende Standards, um Message Queuing innerhalb eines einzelnen Betriebssystems zwischen Prozessen zu realisieren. Wenn Sie sich nicht mehr daran erinnern, schauen Sie mal auf die Manpage MQ Overview, die das sehr schön beschreibt. Das ist aber nicht verteilt, wie gesagt, innerhalb eines einzelnen Betriebssystems. Schauen wir uns ein kommerzielles Beispiel an, Amazon Simple Queue Service. Das ist das Webseitenmarketing dazu. Ich habe versucht, die wesentlichen Punkte hier herauszulesen. Interessant ist Server-Side Encryption, also die Nachrichten werden verschlüsselt auf dem Server behandelt. Sie haben wieder angeblich reliable Nachrichtenauslieferung ohne Nachrichtenverlust. Ich kommentiere das hier nicht weiter. Interessant ist das elastische Skalieren des Queuing-Services an sich. Will sagen, wenn zu viele Nachrichten pro Zeiteinheit in einer Warteschlange landen, die durch einen Konsumenten geleert werden soll, dann wird der Konsument skaliert. Dann erhalten Sie mehrere Instanzen des Konsumenten hieraus oder auch das Queuing-System selbst kann dann mehrere Broker starten, um mit der entsprechend erhöhten Last umgehen zu können. Und es ist wie typisch in Cloud Computing, ist es ein Pay-Per-Use-Modell. Wenn Sie es nicht in die Cloud wollen, sondern selbst haben wollen, dann ist vielleicht IBM WebSphere etwas für Sie. Eine Menge von Produkten, die, also WebSphere an sich zunächst mal, ist dazu da, um Applikationen zu erzeugen und zu integrieren. Sowohl Legacy als auch neue Applikationen mit allen ganz tollen Eigenschaften, Stabilität, sicher und so weiter. Und die Message-Queuing-Komponente ist auch wieder in der Lage, genau einmal auszuliefern, unterstützt transaktionale und asynchrone Auslieferung von Nachrichten. Also alles das, was Sie von einem Message-Queuing-System tatsächlich erwarten würden. So, kommen wir zu zwei Beispielen, die wir uns etwas näher anschauen. Fangen wir mit ActiveMQ an. Open-Source-Projekt, Java-basiert, ist ein Apache-Projekt und angeblich die most widely used messaging platform on the planet. Es hätte mich interessiert, noch welcher Planet, aber nehmen wir mal an, dass es dieser ist. Es ist aber auch außerordentlich kompliziert, bequem, 1 Million Zeilen Quellcode, eine ActiveMQ-Installation ist nicht im Vorbeigehen erledigt. ActiveMQ hat einige sehr spannende Aspekte, wie es diese Message Broker konfigurieren kann. Zum Beispiel gibt es den sogenannten reinen Master-Slave-Broker-Betrieb. Will sagen, Sie haben den Broker in zwei Instanzen, einen Master, einen Slave. Und es gibt keine gemeinsam genutzten Ressourcen dazwischen, anders als auf der folgenden Folie. Es gibt keine gemeinsam benutzten Ressourcen, es gibt lediglich Nachrichtenaustausch dazwischen. Die Idee ist jetzt, alle Nachrichten laufen beim Master zunächst auf, aber bevor der Master irgendetwas tut, schickt er eine Kopie dieser Nachricht an den Slave und erst wenn der Slave bestätigt hat, dass er diese Nachricht verarbeitet hat, je nach Semantik, aber typischerweise auf Stable Storage, Festplatte geschrieben hat, erst wenn die Bestätigung vom Slave kommt, arbeitet der Master weiter, schickt zum Beispiel selbst ein Acknowledgement an den Klienten, der die Nachricht erzeugt hat. Schreibt auf Stable Storage davor und so weiter. So, jetzt haben Sie also zwei Kopien der Nachricht in Master und Slave. Jetzt müssen Sie noch wissen, wie Sie damit umgehen. Typischerweise, Sie machen ein Heartbeating als Failure Detector von Slave zu Master. Und wenn der Slave detektiert, dass sein Master nicht mehr da ist, dann übernimmt er selbst die Aufgabe. Insbesondere, er startet alle Transportverbindungen des Masters mit allen seinen Klienten neu und sagt ihnen noch Bescheid, dass er jetzt übernommen hat und er jetzt für den Master die Aufgabe übernimmt. Sinnvollerweise brauchen Sie jetzt einen neuen Slave. Der eine hat sich ja gerade zum Master aufgeschwungen. Sie brauchen einen neuen Slave und dann wieder Zustand replizieren auf den neu gestarteten Slave.
Okay, das ist der Nothing Shared, Shared Nothing Modus. Das deutet an, dass es auch einen Shared Modus gibt. Gibt es. Sie können auch mehrere Broker in verschiedenen Sharing-Aspekten miteinander zusammenbinden. Das ist zum Beispiel möglich über ein gemeinsames Filesystem. Also zu sagen, Sie schreiben eine Nachricht in ein Stable Storage, heißt hier nicht, Sie schreiben auf Ihre lokale Platte, sondern Sie schreiben in einen File-Server, der dann wieder von mehreren zugreifbar ist. Das können Sie jetzt mit mehreren Brokern machen, unter denen wird zufällig einer ausgewählt. Und bevor Sie eine Nachricht bearbeiten, also die Verantwortung übernehmen im Sinne von AQMP, bevor Sie das tun, müssen Sie sicherstellen, dass Ihr Filesystem die Nachricht auch wirklich geschrieben hat. Alternativ, wenn Sie das mit einem Filesystem nicht wollen, können Sie es auch mit einer Datenbank machen, JDBC als Protokoll dazu. Und auch da nehmen Sie an, dass Sie eine gemeinsam genutzte Datenbank haben, auf die Master Slave oder mehrere Broker zugreifen können. In beiden Fällen, Filesystem, Fileserver oder hier Datenbank, Sie müssen natürlich jetzt hier wieder Ihr Filesystem oder Ihre Datenbank clustern, replizieren, um nicht dort den Single Point of Failure zu haben. Zu sagen, alles ist in der Datenbank und damit ist es gut, das ist natürlich nicht wahr. Das stimmt natürlich nicht. Okay, vielleicht noch ein paar praktische Aspekte zu ActiveMQ. Es ist eine schwergewichtige Installation. Sie brauchen direkt mal 300 MB Plattenplatz dafür. Das heißt, es ist einiges, was da zunächst installiert werden muss. Es ist auch nicht ganz einfach. Ich hatte wenig Glück damit, das zum Laufen zu bekommen. Es geht, aber es macht Arbeit. Einen Broker können Sie starten über eine Konsole oder als direkten Daemon. Sie haben direkt ein Web-Interface mit dabei und Sie müssen durchaus einiges an Konfigurationsaufwand investieren, bevor es das tut, was es eigentlich soll. Sie können Networks of Brokers anlegen, bei denen Sie mehrere Rechner mit Brokern versehen und denen jeweils einzelne Warteschlangen zuweisen, über diese mehreren Hosts miteinander verteilt. Clients müssen Sie mit einer Broker-URL versorgen, also Knoten plus Port plus Einstiegspunkt für ihr Network of Brokers an dieser Stelle. Und Sie haben Language Bindings in den verschiedensten Sprachen. Sie haben auch die Unterstützung für verschiedene Transportprotokolle, zum Beispiel das schon besprochene AQMP, was für diese Klasse von Brokern schon das Standardprotokoll ist. Okay? Ja, kann man alles machen, ist sicherlich eine populäre Lösung dazu. Es gibt auch Alternativen und eine populäre Alternative wäre RabbitMQ. RabbitMQ behauptet von sich, der most widely deployed Open Source Message Broker zu sein. Sie achten auf den Unterschied, nicht on the planet. Ich überlasse Ihnen die Spekulation, wie diese beiden Aussagen zueinander in Bezug zu setzen sind. Auch RabbitMQ unterstützt verschiedene Protokolle, insbesondere Active Message Queuing Protocol. Ha, Schreibfehler. AQMP ist falsch. Active Message Queuing Protocol. Es ist in Erlang geschrieben, das ist mal was anderes. Benutzt die Erlang VM dazu. Ist auf Cluster Deployments ausgelegt, um sowohl Durchsatz als auch Verfügbarkeit zu erhöhen. Hat verschiedene Plugins für diverse Language Bindings und gibt es als Open Source und kommerziell. RabbitMQ hat insbesondere ein ganz spannendes Messaging-Modell, das ein kleines bisschen anders funktioniert als das, was wir uns bis jetzt angeschaut haben. Dieses Messaging-Modell denkt in folgenden Ideen. Es gibt zunächst mal Produzenten von Nachrichten, klar. Produzenten schicken Nachrichten an sogenannte Exchanges. Exchanges sind dafür da, zu entscheiden, wie Nachrichten an Warteschlangen verteilt werden. Dazu benutzen sie die Messages, die sogenannte Routing Keys, mit Routing Keys als Metadaten annotiert sind. Eine Exchange ist jetzt mit einer oder mehreren Warteschlangen verbunden und das kann in verschiedener Weise passieren. Das kann geschehen im Sinne von einer direkte 1:1 Verbindung. Diese Exchange legt bestimmte Routing Keys direkt in eine bestimmte Warteschlange. Das kann auch als ein sogenannter Fan-Out passieren.
Fanout heißt, diese Exchange kopiert eine Nachricht in mehrere angeschlossene Queues, ignoriert dabei den Routing Key. Gegebenenfalls, wenn Sie das kombinieren wollen, müssen Sie das kaskadieren. Sie können über den Routing Key auch noch filtern, sodass Sie im Prinzip mit Wildcards und mit Wildcards und Punkten Struktur in den Topics schaffen können und dann entsprechende Globbing-artige Filter bauen können. Ich zeige Ihnen gleich ein Beispiel. Ja, und diese Warteschlangen können jetzt wieder mehrere Konsumenten bedienen oder ein Konsument kann aus einer Warteschlange Nachrichten entnehmen. Dabei wird, wenn mehrere Konsumenten in eine Warteschlange greifen, wird typischerweise ein Round-Robin zwischen den Konsumenten gemacht. Die Warteschlangen sind so strukturiert, dass sie persistent sind. Wir dürfen ja keine Nachrichten verlieren. Also ein Broker-Restart wird nicht im Regelbetrieb nicht zu Nachrichtenverlusten aus den Warteschlangen führen. So, noch ein Beispiel dazu. Was Sie hier also machen können, ist, Sie haben Produzenten, die Nachrichten an Exchanges überreichen und dabei mit einem Topic versehen. Diese Exchanges kopieren diese Nachrichten jetzt an Warteschlangen. Die Warteschlangen bedienen dann verschiedene Konsumenten. Und das Interessante sind diese Filterbedingungen und die Art und Weise, wie die Exchanges damit umgehen. Was hier passiert ist, dass dieses Topic gegen diese Filterbedingungen gematcht wird und an entsprechend matchende Warteschlangen weitergereicht wird. Sie können hier also, je nachdem wie Sie Ihre Filter einstellen, eine genau an eine, an ein Kopieren an mehrere, das ist das Fanout, oder auch an je nach Key an verschiedene schicken. Das ist so ein typisches Beispiel, dass, wie ist dieser Spruch, with great power comes great responsibility. Sie haben hier sehr ausdrucksstarke Möglichkeiten, den Nachrichtenfluss durch eine solche Kaskade von Exchanges und Warteschlangen zu beeinflussen. Aber es kann unerwartete Konsequenzen haben. Wenn Sie hier zum Beispiel als Topic etwas, Topic 1, Punkt, Key 1, Punkt irgendetwas sagen, dann matchen Sie hier, weil Sie Stern, Punkt, Key 1, Punkt Stern matchen würden, aber hier auch Topic 1 Punkt Stern Punkt irgendwas. Kann man machen, kann richtig sein. Und das Tutorial erklärt auch sehr schön, wie Sie das einsetzen könnten. Hier ist der Link zu dem Tutorial. Wie Sie das einsetzen könnten, um gewünschte Effekte zu erzielen. Wie Sie zwischen einem reinen Message Queuing, einem Publish Subscribe, einem geeigneten Filtering hin und her migrieren ist das falsche Wort, hin und her wechseln können, nur durch unterschiedliche Konfigurationen ihrer Exchanges. Es erklärt sogar, wie Sie zum Beispiel RPC damit nachempfinden können, sogar mit Bezug zu Neustart von Servern. Sehr schönes Tutorial, kann ich Ihnen nur ans Herz legen, das mal durchzuarbeiten und anzuschauen. Ich glaube, Sie werden hinterher viel gelernt haben, wenn Sie sich einfach dieses Tutorial vornehmen. Sehr schön. So, was ist jetzt mit tatsächlichen Brokern? Nicht? Broker müssen all das hier tun. Das ist schon Arbeit und möglicherweise wollen wir das ja verteilen und auch wegen Zuverlässigkeit verteilen. Das heißt, wir brauchen Distributed Broker. RabbitMQ gibt Ihnen zwei verschiedene Modelle, wie Sie Broker verteilen können. Das erste Modell ist ein sogenanntes Clustering. Sie haben mehrere Rechner, die zusammengenommen einen logischen Broker bilden. Ein logischer Broker heißt, für Clients sieht es aus, als wäre es ein einzelner. Es ist nicht das Problem des Clients, sich darum zu kümmern, wie diese Aufteilung funktioniert. Hat dann Konsequenzen, zum Beispiel, dass eine einzelne Warteschlange auf einer Einzelmaschine vorhanden sein kann, wenn Ihnen das reicht, dass von einem Fehlertoleranzaspekt, dass diese Maschine das auf Platte speichert und gegebenenfalls booten muss, dann reicht das. Sie können aber auch sagen, dass diese Warteschlange gespiegelt werden soll auf mehrere Maschinen in diesem Broker, sodass Sie andere Ausfallcharakteristiken tolerieren könnten. Egal, was Sie hier aber tun, alle diese Warteschlangen werden für einen Klienten, der mit irgendeiner dieser Maschinen, dieses Clustered Brokers kommuniziert, alle sichtbar sein. Es ist ein logischer Broker. Es ist ein logischer Broker. Egal, wo diese Queue ist, der Client sieht die und kann damit interagieren.
ohne das irgendwie durchreichen zu müssen. Damit das funktioniert, sollte Ihre Kommunikation innerhalb des Clusters hochverfügbar sein. Sie sollten idealerweise nicht hier mit Kommunikationsproblemen kämpfen müssen. Und es sollte auch eine hohe Leistungsfähigkeit dafür haben, denn jeder Broker hier muss mit jedem anderen Broker in diesem Cluster sich direkt austauschen und unterhalten. Dieses Modell hier, dieses Clustering-Modell von RabbitMQ, betont dabei die Konsistenz der Datenhaltung und betont dabei die Notwendigkeit, gegebenenfalls Partitionierung zu tolerieren. Kann dabei aber dazu führen, dass Ausfälle zu Denied Service führen, also die Availability leidet dabei. Diese Begrifflichkeit von Konsistenz, Partitionierungstoleranz und Availability, das sehen wir uns in einem späteren Kapitel nochmal genauer an. Das ist das sogenannte CAP-Theorem, Brewer-CAP-Theorem. Erinnern Sie mich gegebenenfalls in der Diskussion daran, dass wir hier nochmal drauf zurückkommen, wenn wir das CAP-Theorem besprochen haben. Es macht eigentlich erst dann Sinn. Nehmen Sie es als ein kleines Foreshadowing darauf. So, das ist der Clustered Broker. Es gibt noch die Alternative des Federated Broker, bei dem die Enge der Verbindung kleiner ist. Wir haben also eigentlich eher isolierte individuelle Broker, individuelle oder Clustered Broker, die ja als logisch einzelner Broker auftreten. Die kann ich jetzt in eine Föderation zusammenstellen und hier werden Nachrichten über AQMP ausgetauscht, sie werden sie werden über AQMP ausgetauscht, sie brauchen keine besonders hohe Verfügbarkeit. Hier ist eher die Idee, dass sie möglicherweise übers Internet das verteilen können. Dieses Modell betont Availability und Partitionstoleranz. Möglicherweise sind sie hier aber bereit, gewisse Inkonsistenzen in Kauf zu nehmen. Auch das ist eine Konsequenz aus diesem CAP-Theorem. Sehr schön. Also auch ein RabbitMQ-System, Sie müssen sich überlegen, wie Sie es konfigurieren, welche Eigenschaften Sie davon haben wollen. Was Sie als Leistungsfähigkeit hier rausholen können, ist teilweise beeindruckend. Ohne größere Probleme mit typischer Hardware 20.000 Ereignisse pro Sekunde in einer Queue. Cluster-Szenarios typischerweise 3 bis 7 Server wäre so typische Zahlen. Hier ist noch ein Artikel verlinkt, was Sie machen müssen, um RabbitMQ auf 1 Million Ereignisse pro Sekunde hochzuheben. In einer Clusterstruktur natürlich. Um das einzusortieren, man weiß es ja immer nicht so ganz genau, aber so eine Zahl, die man gerne mal liest, ist, Apple bedient etwa 500.000 iMessages pro Sekunde. Also, das würde gehen. Sie könnten das iMessage-System von Apple darüber abwickeln. Und das ist ja durchaus eine beeindruckende Aussage. So, zum Schluss hier noch ein paar praktische Beispiele als Language Bindings für RabbitMQ. Es gibt diverse Python Bindings dazu, mehr oder minder direkt. Pika ist so eine Referenz davon. AMQP Storm ist ähnlich mit verbesserter Thread Safety. In diversen Projektkontexten finden Sie zum Beispiel Celery, für in Django häufig benutzte TaskQueue, wenn Sie wieder Ihre Arbeiten in Ihrem Webserver auf mehrere Server verteilen müssen, ist das eine typische Situation. Bleiben wir bei diesem Picker. Was Sie hier sehen würden, wäre zum Beispiel, dass Sie das Publish hier machen, indem Sie eine Exchange angeben und indem Sie einen Routing Key hier angeben. Und natürlich ein Body, also irgendwas müssen sie ja kommunizieren. Und ein Consumer würde dann so etwas sagen können, dass er als Routing Key nur Testnachrichten konsumieren möchte, die dann ausgibt und so weiter. Muss aber hier auch explizit das Acknowledgement hier produzieren. Er hat die Nachricht verarbeitet, er hat die Verantwortung für diese Nachricht übernommen. Das muss die Anwendung sagen, das kann nicht das darunterliegende System im Zweifel tun. Das waren ein paar Beispiele für solche Fallstudien. Wir schauen uns im folgenden Kapitel dann eine größere Fallstudie in mehr Details an. Da besprechen wir Kafka. Zunächst mal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video.